Einer der erfolgreichsten Leichtathleten des Burgenlandes ist gerade dabei, eine Hürde zu nehmen. Der Neufelder Niklas Strohmeier-Dangl galt in den letzten Jahren als Senkrechtstarter. Am Ende der heurigen Saison ist es aber nicht mehr ganz nach Wunsch gelaufen. Nun hat sich Strohmeier-Dangl entschieden, sein Training zu verändern und den Trainer zu wechseln. Genaueres von Christopher Iwanschitz. Mit Beginn der Corona-Pandemie beginnt damals gleichzeitig der Aufstieg von Niklas Strohmeier-Dangl. Für den Hürdenspezialisten geht es in den ersten Jahren nur bergauf. Rekorde purzeln im Monatstakt, Auftritte auf europäischer Ebene und nationale Titel. Erst im Februar räumt er bei den Staatsmeisterschaften in Linz ab mit 3 Goldmedaillen. Heuer im Sommer dann der erste Dämpfer. Bei der U23-EM muss der Neufelder aufgrund von Magenproblemen auf den Start verzichten. Die Wochen danach laufen bescheiden und geben zu denken. Ich habe einen soliden Saisoneinstieg gehabt, bin dann 400 Meter Bestleistung gelaufen und danach ist es mir einfach nicht so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt hätte. Über die Hürden hat es dann nicht mehr so zusammengepasst, auch rhythmustechnisch oder auch mental. Und deswegen heißt es raus aus der Komfortzone. Seit einigen Wochen trainiert Niklas Strohmeier-Dangl nicht nur mehr in seinem Wohnzimmer in der Leichtathletik-Arena in Eisenstadt, sondern auch im Sportzentrum St. Pölten. Läuft ab sofort nicht mehr als Einzelkämpfer gegen die Stoppuhr, sondern kann sich dort auch im Training mit den Besten messen. Also ich habe gemerkt, dass die Gruppe auch fehlt, dass ich Leute um mich herum brauche, gerade im Training, gerade wenn es intensiv wird, gerade wenn es hart wird. Ja, und das war einfach die naheliegendste Lösung für mich und ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Ein Schritt, der auch einen Trainerwechsel mit sich bringt. Es folgt die Trennung von Rolf Meixner, der Niklas Strohmeier-Dangl einst zum Leichtathleten geformt hat, vom Beginn an seiner Seite war. Wir haben das auch beide so besprochen miteinander und ja, sind dann zu dem Ergebnis gekommen. Mit der Nationaltrainerin Viola Kleiser will der 21-Jährige wieder zurück in die Spur finden, mit neuen Trainingsmethoden und neuen Impulsen am Stützpunkt in St. Pölten. Es ist trainingstechnisch ein bisschen eine Umstellung. Es ist ein bisschen kraftlastiger, ein bisschen sprintlastiger das Training, aber ich glaube, das tut mir ganz gut. Und ich hoffe, dass ich das auch körperlich gut annehme und dann in den Zeiten nächste Saison zeigen kann. Die Saison in der Halle nimmt Niklas Strohmeier-Dangl heuer nur im Vorbeigehen mit. Bereits jetzt liegt der Fokus auf der Qualifikation für die bevorstehende Europameisterschaft. Nächstes Jahr findet sie schon im Juni in Rom statt. Es ist wenig Zeit dafür, es bleibt nur der Mai in Wahrheit für Wettkämpfe. Wird schwierig, aber auch da glaube ich, dass es möglich ist. Ich habe es schon einmal geschafft und deshalb glaube ich, dass ich es wieder schaffen kann.